Kapitel 8. Wo die Götter schlummern. Noch einer. Beinahe hatte ich nach der Begegnung mit dem Wächter am Meer glauben wollen, dass Naivität doch nicht das höchste Merkmal der Pokémon war. Aber nein! Wieder schloss sich jemand an. Ja, es war bloß, da bereits zwei weitere Wächter dabei waren. Aber trotzdem war es irrational. Diese Pokémon folgten nicht der Anfrage des Zieles wegen, sondern wegen jenen, die sich sonst anschlossen. Blind! Nichts als blind! Alleine so lässt sich dies beschreiben. Aber andererseits wusste ich nicht, ob es an diesem Punkt noch etwas änderte. Wie Terra selber sprach, was noch verblieb, war im besten Falle ein Spaziergang. Können wir dann aufbrechen? Je schneller wir fertig sind, desto schneller kann ich Schutz vor dem nächsten Sturm finden. Der nächste Sturm. Sag bloß, Groudon, siehst du etwa schon den nächsten von ihnen, während dieser noch vom Himmel prasselt? Den nächsten Sturm konnte ich vor diesem hier spüren. Er wird extrem. Ich weiß nicht, wie ihr das hier in der Gegend handhabt, aber... wenn nicht alles sturmfest ist... ja, ändert das. Ich würde es in Erwägung ziehen, wenn diese Gegend nicht ohnehin so nah an einer Einöde wäre. Was gibt es hier, das zerfallen könnte? Schmutz? Oder soll ich fürchten, dass das Wasser nass wird? Nein, nein, lasst uns aufbrechen. So fühlte es sich also an. War dies, was Luna und Groudon all die Zeit ertragen mussten? Genervt schwebte ich an Ort und Stelle, der Regen nur noch in wenigsten Tropfen auf meine Haut stürzend, während ich hinter mich blickte, in der Hoffnung, dass Terra bald endlich aufholen würde. Ja, mit diesem letzten Begleiter hatten wir jemanden gefunden, der mein Tempo noch einmal unterbot. Und nun durfte ich die Qual des Wartens spüren. Wir hätten den Kerl zurücklassen sollen, aber nein. Nein. Angeblich hätten wir mit drei Wächtern tatsächlich eine Chance. Wohl kaum eine mit zweien. Bitte macht, dass es Sinn macht. Die Zeit, die wir noch ohne jeden Sinn verschwendeten. Bah! Beinahe hätte ich Zeit in einem normalen Satz genutzt. Was war los mit mir, seitdem ich in diese Welt gereist war? Ich gewöhnte mich zu sehr an diese materiellen Konzepte. Das gefiel mir nicht. Aber nun, in diesen Momenten des Verschwendens, nutzte Groudon wieder einmal die Gelegenheit zum Sprechen. Als scheinbar einziger aus unserem vorigen Trio, der irgendwo mit dem Wächter des Sumpfes bekannt war. Jetzt erzähl aber mal, Terra. Und du meinst, willst dein Amt ablegen, als Wächter. So kenne ich dich eigentlich gar nicht. Ich dachte, du würdest so gern mit Mona arbeiten. Hast du echt das Interesse daran verloren? Ach, du, ich kann dir ehrlich gesagt selber kaum sagen. Es fühlt sich einfach nicht an, als wäre ich am rechten Platz. Die Pokémon sind gute Leute. Sie sind nicht schuld an meinen Sorgen, aber... trotzdem fühlt es sich nicht richtig an. Ich weiß selber nicht weshalb, aber es fühlt sich einfach nicht richtig an. Es wirkt alles so eintönig. Und mit jedem Tag fühle ich mich fremder als noch zuvor. Vielleicht werde ich langsam zu alt oder es war auch einfach ein Fehler, diese Rolle anzunehmen. Ja, ja. Groudon versuchte, den besorgten Freund zu spielen. Aber er hatte zwei Ziele.
Nicht nur eins? Nur Terra wusste das nicht. Gib dir nicht selber die Schuld für Dinge. Nicht jeder kann seinen Platz direkt finden. Glaub mir, ich kenne andere Mon, denen es ähnlich geht. Nicht wahr, Luna? Die Angesprochene verstand auch, worauf es nun hinauslaufen sollte. War sie glücklich darüber? Wohl kaum. Aber Gron hatte das Gespräch initiiert. Was sollte sie denn nun tun? Antwort verweigern? Schlechter Zug für jemanden, der um etwas bitten wollte. Ich meine ja. Nur, dass ich klar weiß, wo das Problem liegt. Ich weiß bis heute nicht, wie es zustande gekommen ist, dass das Pokémon, das fliegt und nachts den Mond betrachtet, als Wächterin zwischen Baumstämmen und unter Baumkronen gefangen ist. Ich stamme von dort, ja, aber warum überhaupt? Es macht keinen Sinn, aber ja, wie Groudon sagt, ich kenne das Gefühl. Man muss sich wohl durchbeißen. Weißt du, für dich ist es wohl Irrsinn, aber ich beneide dich ein wenig. Einerseits für deinen Enthusiasmus. Ich bin schon zu alt, um die Energie für solchen aufzubringen. Aber andererseits für das Heim, das du selber gar nicht magst. Vermutlich weißt du es nicht, immerhin kennen wir uns nicht, doch der Wald, der Forst, also ich finde ihn einen echt tollen Ort. Er lebt die Farbe, die am Sumpf abhanden kommt. Zudem ist er die Personifikation des Zusammenspiels unserer Existenzen mit der Natur. Der Magnum Opus der Kooperation. Der Wald liefert uns Rohstoffe. Alles, was wir als Gegenleistung erbringen müssen, ist die Maße über die Masse zu nehmen. Niemand kann mir erzählen, dass es kein Wunder des Lebens ist, wenn wir Pokémon atmen, die Luft um uns zu verbrauchen. Doch die Natur und das Geschenk der Bäume macht, welche atmen, was für uns Verbrauch ist. Und als Restprodukt unsere Atemluft kreiert. Der Wald ist vernetzt, in sich und mit uns. Die Bäume spenden Schutz vor heißer Sonne, vor nassem Regen, vor stürmischem Wind. Sie spenden Dunkelheit, aber lassen auch noch Licht. Der Forst ist eine Heimat für viele, die selbst jenen eine Heimat schenkt, die dort nicht leben. Und gleichermaßen, trotz dass er tausende Aufgaben erfüllt, die niemand sonst erfüllen konnte, trotzdem ist er eine Ausgeburt von Frieden. In meinen Augen ist der Wald nicht mehr und nicht weniger als das gestaltgewordene Geschenk des Lebens, welches die Natur und das Schicksal uns Pokémon vermachten. Ein wissender Blick fiel von Groudon zu Luna, welche etwas unwohl wirkte. Sie wusste selber, was Groudon erwartete. Aber ich schwafe wieder. Ich weiß selber, meine Leidenschaft für den Forst ist größer als jene der normalen Pokémon. Mach dir keine Gedanken darüber, gerne über den Wald zu reden. Wir haben ja alle unsere Elemente außerhalb der Heimat. Groudon mit seinen Unwettern, ich mit meinem Mond, selbst Tempo mit seinem Nichts. Das Nichts. Ja, ich habe tatsächlich schon gehört von diesem Ort. Nun, oder nicht Ort, aber vom Nichts habe ich eben schon gehört. Nur, dass das Konzept eines Lebewesens dort gegen alles verstößt, wofür es meines Wissens stillen sollte. Ich sah dem X-Bad bereits an, dass ich hier ein Thema anpacken wollte, welches sie ja vermeiden sollte. Ihre Theorie meiner Wirklichkeit nämlich. Pah! Wieso verstand sie nicht, dass es unwahr war? Und selbst wenn es wahr wäre, war es irrelevant. Oh nein! Sie wollte für mich ein ekelhaftes Thema öffnen. Dann
würde ich zuvorkommen? Über das Nichts müssen wir jetzt nicht reden. Bleiben wir beim Thema. Siehst du nicht die Implikationen, Terra, die um dich herum gemacht werden? Implikationen? Ich kann ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich das tue, nein. Wovon redest du denn, mein abstrakter Freund? Jetzt aber! Jetzt oder gar nicht! Pokémon waren eigenartig. Dieses X-Bad hatte ein klares Ziel. Ein Ziel, welches sie nicht ohne Zustimmung durchführen könnte. Und doch fragte sie nicht nach Jena. Was erwartete sie? Hoffte sie, dass, wenn sie nur genug sprach, Terra selber ihre Gedanken erraten würde oder sie gar selber bekommen? Wenn sie es nur genug hoffte, sollte ihre Gedanken sich auf den Wächter übertragen? Sollte es so funktionieren? Würde es aber nicht! Eine Wächterin, süchtig nach dem Mond, gefangen mitten eines Waldes, unzufrieden mit ihrer Heimat. Und ein Wächter, ohne jede Motivation in seinem ewigen Braun, auf der Suche nach dem Forst, den er liebt. Beide gefangen in einer Heimat, die das jeweils andere Mon beneidet. Wenn sie nicht selber spricht, muss sich Luna die Worte eben in den Mund legen. Nicht, dass irgendetwas bewirken würde, versteht sich. Diese Pokémon würden nie in Forst oder Sumpf zurückkehren. Ihre Welt würde zerfallen, sobald Tempo Terminus sein Ziel erreichte. Doch deswegen musste ich mir bis dorthin nicht antun, dass diese Pokémon nicht konsequent sind. Also, ich meine, ich hatte nur mal den Gedanken gehabt. Das heißt natürlich nicht, dass da mehr hinterstecken sollte. Es wäre nur mal so eine Überlegung gewesen. Wenn es denn möglich wäre, dass Wächter ihre Gebiete tauschen. Was natürlich gar nicht geht. Deutlicher konnte man es nicht machen. Und auch das älteste Mon der Runde brauchte keine Verdeutlichung. So etwas hatte ich nie in Erwägung gezogen, aber geht es denn überhaupt wahrlich nicht? Gibt es eine Regel dagegen? Von dieser Frage wirkte Luna schlicht überrannt. Bestimmt nicht. Ich meine, nun, ich möchte nicht direkt sagen, dass ich an so einem Tausch interessiert wäre. Aber ich meine, ich könnte es mir durch den Kopf gehen lassen. Gerade da es scheinbar nichts gibt, das regeltechnisch dagegen spricht. Das gibt es aber ganz bestimmt. Ich meine, sonst hätte irgendjemand schon mal probiert, seine Region mit jemandem zu tauschen. Meinst du wirklich? Die meisten Wächter leben gerade am Ort, dessen Existenz ihre Faszination ist. Das beste Beispiel ist Boa Meer. Andere wie ich haben schon mal dort gelebt, wo sie am besten hinpassen. Und haben dadurch das Vertrauen der ansässigen Mon gewonnen. Ich glaube echt, ihr beiden seid die Einzigen, die sich als Wächter unwohl in ihren Heimaten fühlten. Oder wenn es noch einen Wächter gibt, dann gibt es bei diesem nicht gerade noch einen zweiten, der ein geeigneter Tauschpartner wäre. Kurz, dass es niemand bisher gemacht hat, kann auch gut heißen, dass niemand bisher dran gedacht hat. Wir wissen es schließlich nicht sicher. Langsam bekam ich das Gefühl, dass das X-Bad sich selber und alle Beteiligten davon überzeugen wollte, dass ihre eigene Idee eine irrsinnige war. Naja, aber wir wissen deswegen ja auch nicht, dass es erlaubt ist. Wir Wächter wurden von Palkia und Dialga selbst ernannt. Ich möchte nicht meinen Geburtsort verlassen, um dadurch in Schwierigkeiten zu geraten. Zumal die Pokémon an den jeweiligen Orten uns vertrauen. Deshalb wurden wir doch gewählt. Nun, mit zweiterem hast du nicht Unrecht. Wir wurden genau deswegen erwählt. Aber es ging doch nicht wirklich darum, dass uns bestimmte Pokémon vertrauen,
sondern darum, dass wir einfach vertrauenswürdig sind. Es ging darum, für jedes Gebiet einen Wächter oder eine Wächterin zu finden. Und selbst nach einem Wechsel sind wir alle von den Göttern erwählte Wächter. Die Pokémon des Sumpfes würden dir dafür alleine genauso trauen, wie mir dir im Forst. Und der Teil mit den Regeln zählt schon mal gar nicht. Wenn du wissen willst, ob ein Tausch erlaubt ist, find's heraus. Hast du denn vergessen, wohin wir gerade reisen? Dorthin, wo die hausen, die die Regeln machen. Diejenigen, die die Regeln machten. Das bildete sich dieses Mal also ein. Sie wussten doch selber von ihrem wahren Diktator. Aber dieser war wohl zu unpräsent, um sich in den Verstand einzubrennen. Die Regeln macht alleine Arceus. Die beiden Stimmen des Lebens sind nur Vertreter. Ja gut, das stimmt auch, aber dort hausen diejenigen, die die Regeln kennen und umsetzen. Also fragen kannst du trotzdem. Gerade in derzeitigen Umständen. Denn Terra, alter Freund. Ich bin mein Interesse, in deiner Stimme zu vernehmen. Nun, zumindest ein gewisses Gedankenspiel abzustreiten wäre eine Lüge. Immerhin reden wir hier vom Forst höchst selber, nicht? Selbst wenn es denn die Tätigkeit des Wachens ist, nicht der Sumpf, der mich so stört. Ich denke nicht, dass mich in einem Forst jede Motivation wahrlich verlassen könnte. Also dementsprechend, in dem Palkia und Dialga einverstanden wären, ich lasse es mir durch den Kopf gehen, bis wir mit ihnen gesprochen haben. Dann denke schnell! Das dort vorne ist er, nicht? Ein riesiger Turm. So groß. So stolz. So grässlich. Erinnerte mich an jenes Gebilde aus meinen scheußlichen Visionen einer Welt. Ich spürte die Aura. Die Aura des Seins. Eine scheußliche Aura. Die Tage dieser Welt würden endlich gezählt sein. All die Pokémon um mich herum müssten schwinden als Strafe für die Taten ihres Herrschers. Kurz übernahm ich beinahe etwas wie Mitleid. Sie waren naive Gestalten, bereit, sich selbst in den Untergang zu führen, da sie mir halfen. Alleinig in dieser Lage durch Arceus. Doch es änderte nichts. Sie waren Materie. Und Materie war, um nicht mehr zu sein. Und ich war, um dies zu erzwingen. Erzittere, Arceus, denn ich bin gekommen. Höre meinen Namen. Zittere. Höre ihn. Tempu Terminus.